Kaspar, ich habe einen Parkplatz bekommen. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Haarvideo. Ich nehme euch heute mit zum Friseur, beziehungsweise ich versuche es mal. Aber ich kann es nicht versprechen, denn ich gehe da, wo ich jetzt hingehe, gehe ich zum ersten Mal hin. Da war ich noch nicht und ich will dann nicht gleich sagen so, oh, übrigens, hallo, ich habe einen kleinen mini-puckligen YouTube-Kanal und darf ich da filmen? Irgendwie ist mir das ein bisschen peinlich. Ja, meine Eltern kommen gleich und passen auf den Kleinen auf, der heute nicht schlafen will. Sehen wir uns dann gleich mit den neuen Haaren und ich erzähle euch, was so war. Vielleicht mache ich auch mit meinem Handy so ein, zwei heimliche Aufnahmen. Aber ich kann euch auf jeden Fall mal jetzt hier drüben einblenden, was ich mir vorstelle, wie ich es gerne so in etwa hätte. Und wir gucken mal, ob das dann auch tatsächlich so rauskommt. Wir werden sehen. Das bin jetzt ich nach dem Friseur, einen Tag später. Ich habe mich gestern nach dem Friseur nicht mehr direkt gemeldet, weil meine Eltern noch da waren und wir noch gegrillt haben und das dann irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Auf jeden Fall ist das jetzt, ich betone es mal vorerst, das Endergebnis. Wie ihr seht, es ist grau-grün. Ich kann euch gar nicht sagen, ob die Farbe auch in echt so aussieht. Ich meine, sie ist ein bisschen grünstichiger. Ich habe vorhin mal versucht, draußen so ein paar Aufnahmen einzufangen, die ich euch jetzt mal schnell einblende. War. Also es sieht natürlich nicht aus wie die Bilder, die ich euch vor ein paar Minuten eingeblendet habe, aber es soll irgendwann auf jeden Fall mal in diese Richtung gehen und dorthin kommen. Es ist jetzt so, dass er gesagt hat, er tönt die mir jetzt nur auch gerne in einem Grau, wenn mir das auch eben gefällt, weil er sagt, der Ansatz ist jetzt noch nicht so weit rausgewachsen, wie ihr seht. Und er hat gesagt, dass ich den Ansatz jetzt eben versuchen soll, so weit wie möglich rauswachsen zu lassen, damit er dann da wieder mit Blond arbeiten kann, weil jetzt würde es einfach nicht funktionieren, weil die Haare, es sein kann, dass sie mir hier eben abbrechen. Da jetzt ein gleichmäßiges Ergebnis rauszubekommen, ohne dass es fleckig wird, kann er mir nicht garantieren. Wenn er jetzt braun färbt, dann kann es auch sein, dass es grün wird. Es kann fleckig werden. Ich sage, ich soll jetzt einfach ein bisschen warten und soll mich so ein bisschen mit Tönungen über Wasser halten, bis er dann eben im Ansatz dann wieder arbeiten kann. Ihr seht, ich habe auch ein ganzes Stück abgeschnitten. Das wollte ich auch so. Ich glaube, man muss sich daran gewöhnen. Ich muss mal gucken. Mir gefällt es, glaube ich, mit Wellen ganz gut. Und in 2 Monaten setzen wir uns nochmal zusammen. Ich soll nochmal vorbeikommen. Und wir schauen mal, was wir machen können. Er hat gesagt, die Bilder, die ich ihm auch gezeigt habe und die ich auch euch vorhin eingeblendet habe, er sagt, langfristig kommt man dahin, aber das geht halt Step by Step. Er kann mir aber jetzt hier nicht mit Blondierung arbeiten, weil er mir nicht garantieren kann, dass es eben abbricht und das will er nicht. Und deswegen ist die Haargeschichte noch nicht vorbei. Mein Akku blinkt, der geht gleich aus. Ich würde sagen, wir sehen uns irgendwie im nächsten Video. Deswegen sage ich schon tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Hier drüben blende ich euch noch mein Social Media ein. Da könnt ihr mal vorbeischauen und Hallo sagen. Und ich sage jetzt tschüss.